Bei einem Herzinfarkt oder einem Verkehrsunfall hoffen Betroffene auf schnelle und professionelle Hilfe. Doch genau die ist in Deutschland aktuell gefährdet. Die bundesweite Initiative Bündnis pro Rettungsdienst schlägt deshalb Alarm. Personal sei überlastet, die Einsätze stark gestiegen, die Notfallrettung nicht mehr gesichert. Wie der Rettungsdienst reformiert werden müsse, hat das Bündnis heute in Berlin erklärt. Ein schwerer Verkehrsunfall in Berlin am Samstagabend. Zu diesem Zeitpunkt ist in der Nähe kein Rettungswagen verfügbar. Ein Notarzt trifft nach 9 Minuten ein. Der erste Rettungswagen braucht 20. Der Rettungsdienst in Berlin befindet sich wie so oft im Ausnahmezustand. Bedeutet weite Wege, sogar Löschfahrzeuge der Feuerwehr werden als Ersthelfer alarmiert. Und in der Leitstelle muss priorisiert werden. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wir sehen, wie das gesamte Gesundheitssystem, wie die gesamte präklinische Versorgung unter der Last ächzt, wie Versorgungsstrukturen zusammenbrechen. Berlin ist nicht die Ausnahme. Überall in Deutschland sind die Rettungsdienste inzwischen überlastet. Wir haben Personalmangel, wir haben weiter steigende Einsatzzahlen, wir haben nicht aufnehmende könnende Notaufnahmen. Wir haben weitere Strecken, weil wir mit dem Patienten nicht mehr in die nächste Klinik fahren können. Und am Ende dreht sich das im Kreis und wir können die Rettungswageneinsätze, die wir haben, nicht mehr bedienen. Das Bündnis pro Rettungsdienst fordert daher eine Reform der Notfallversorgung. Der rettungsdienstliche Versorgungsbereich ist ein gleichwertiger zu den stationären und auch ambulanten Versorgungsarten, die wir haben. Und die ambulanten Dienste müssten noch entsprechend ausgeweitet werden. Nicht jeder Patient, den wir transportieren müssen, gehört auch tatsächlich in ein Krankenhaus. Die Politik müsse jetzt den Rettungsdienst in den Blick nehmen und handeln, damit schnelle Hilfe im Notfall nicht Glückssache ist. Herr Flake, wenn man sich allein in Berlin die Situation anschaut, heute wieder Ausnahmezustand seit 8:30. Das heißt, wenig Rettungswagen bis keine Rettungswagen zur Verfügung. Löschfahrzeuge werden gemindert in der Besatzung, damit überhaupt Rettungswagen auf die Straße kommen. Am Samstag ein Unfall, für den kein Rettungswagen zur Verfügung stand und zwei Kinder oder zwei Jugendliche unter einem Bus lagen. Und Berlin ist ja dann nicht die Ausnahme, sondern es ist ja in allen Großstädten, hört man Ähnliches. Ist der Rettungsdienst noch zu retten? Ja, das ist eine gute Frage. Das versuchen wir ja gerade mit dieser Initiative. Letztendlich ist das, was Sie beschreiben, etwas, was bundesweit überall im Grunde genommen in gleichen Ausmaßen ist. Und Berlin ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Wenn Sie die Pressemitteilung der letzten Tage gelesen haben, war Hamburg genau das gleiche Bild. Der Rettungsdienst befindet sich bundesweit in einem Ausnahmezustand und wir müssen endlich dafür sorgen, dass sich das ändert. Sie sagen jetzt, dass sich das ändert. Jetzt mal fangen wir mal eine Stufe weiter vor an. Woran liegt das denn überhaupt, dass das die Situation so ist, wie sie ist? Also das liegt zum einen daran, dass wir deutlich mehr Einsätze haben als in den letzten Jahren. In einigen Städten bis zu 20%. Wir sind im Personalmangel, also auch im Rettungsdienst gibt es nicht genug Menschen und wir müssen eigentlich deutlich mehr Rettungswagen auf die Straße bringen. Wir können das aber nicht, weil die Menschen fehlen. Und das Problem ist, dass die meisten Einsätze, die wir jetzt hinzugewonnen haben, im Grunde genommen Bagatelleinsätze sind. Also Einsätze, die vielleicht gar nicht in den Rettungsdienst gehören. Jetzt haben wir die Situation. Was muss denn jetzt, ich sag mal, es gibt ja Gesetzesänderungen, die möglich sind. Das dauert ja, wie man weiß, immer seine Zeit. Was muss denn jetzt kurzfristig, was kann überhaupt passieren? Ja, kurzfristig brauchen wir natürlich Lösungen, um diese Patienten nicht mehr dem Rettungsdienst zuzuführen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich zunächst auch erstmal an den Gesprächen beteiligt werden müssen. Der Rettungsdienst steht immer ein wenig außen vor. Und während man über Krankenhäuser redet oder über ambulante Versorgung, bleibt der Rettungsdienst vor der Tür. Wir sind aber diejenigen, die am Ende die Patienten in die Krankenhäuser bringen oder für eine vernünftige ambulante Versorgung sorgen. Wenn Sie sagen, Sie bringen die Patienten in die Krankenhäuser, das funktioniert im Moment ja nun auch nicht wirklich, weil die Notaufnahmen ja auch voll sind. Die Hausärzte, die ambulante Versorgung auch sagt, Entschuldigung, wir können nicht mehr, wir haben zu viel zu tun, wir können euch eigentlich nichts abnehmen. Also wie kann das gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir in vielen Bundesländern eine Transportpflicht haben. Und selbst der Patient mit einem gequetschten Finger, ich übertreibe das mal, muss von uns in ein Krankenhaus gebracht werden. Das macht die Situation natürlich nicht besser, weil in den Krankenhäusern fehlt auch das Personal. Meistens sind die Kliniken abgemeldet oder häufig. Es gibt nicht selten Situationen, wo wir mit mehreren Rettungswagen vor der Notaufnahme stehen, aber nicht reinkommen, weil man dort keine Ressourcen hat, die Patienten zu behandeln. Jetzt haben wir die kurzfristige Lösung,
sozusagen mal versucht, jetzt langfristig politisch, was muss der Gesetzgeber an der Stelle denn leisten? Wir brauchen Systeme zur ambulanten Versorgung. Wir müssen nicht mehr jeden Patienten transportieren. Da brauchen wir Rechtssicherheit natürlich für die Kollegen in den Leitstellen und natürlich auch für die Kollegen in den Rettungsdiensten. Und wir müssen ambulante Versorgungspunkte schaffen, wie zum Beispiel Systeme wie den Gemeindenotfallsanitäter. Es gibt da einige Dinge, die mittlerweile bewiesen haben, dass sie gut funktionieren. Sie werden nur, weil die gesetzlichen Grundlagen fehlen, derzeit noch nicht flächendeckend eingeführt. Vielen Dank. Gerne.